bist du traurig? Nein, nein, ist er nicht. Bist du traurig? Traurigkeit ist die wahre Bezeichnung von dem, was du Leben nennst. Naja, wir reden später weiter. Falls wir vorher nicht den Löffel abgeben. Der Arme. Da kann ich nicht einsteigen. So wie ich Big Orbert gesehen habe, könnte mich jemand anderes sehen. Recht hat sie. Okay, geht's denn hier noch weiter? Das sieht doch mal ganz danach aus, als ob es hier noch lecker um die Ecke geht. Ist hier noch irgendwas? Nee. Weiter geht's auch nicht. Nö, okay. Dann gehen wir mal wieder. Kannst du auch rennen irgendwie? Oh, toll. Boah, krass. Ach. Nein, es ist schon abgeschlossen und niemand mehr da. Okay, Hori, dann werden wir uns mal den Den verknüpfen. Nee, stopp. Besser als dir, meine Liebe. Ah, gut. Was? Zusammenhang? Wenn der Chef erfährt, wer all die Interviews gemacht hat, wird er dir die Leviten lesen. Er wird es nie erfahren. Liz Allaire ist doch keine Petze, oder? Manchmal sage ich Dinge, die ich nicht sagen möchte. Wehe. Na, stell mich doch auf die Probe. Was hast du eigentlich verbrochen? Dich kennengelernt zu haben. Irgendwas musst du doch angestellt haben, damit dich der Chef von deinem geliebten Sportteil zum Gesellschaftsteil degradiert hat. Hast du etwas mit der Frau des Chefs angefangen? Dieser Hexe? Ich würde eher was mit dir... nein. Dein ständiger Mangel an Disziplin hat den Chef zum Kochen gebracht? Der kocht seit Jahren, meinetwegen. Ist sein Grundzustand geworden. Du warst unhöflich zum Chef. Wie alle anderen auch, aber ich habe eine Gabe. Niemand nimmt es mir krumm. Blöde Jan. Zugegeben, du schon. Aber du zählst nicht. Irre! Es ist mir egal, was du angestellt hast. Faszinierend. Pass mit dem Frostschutzmittel auf. Ist nicht gut für die Gesichtshaut. Erstens ist Kürbispunsch drin und zweitens, du hast nicht zufällig Frostschutzmittel getrunken. Blödsinn. Ich hab's mir ins Gesicht geschmiert. Es war kalt. Kürbispunsch. Warum hilfst du mir nicht, indem du FitzRandall vom Flur weglockst? Weil ich mein halbes Gehalt auf den Kampf heute Abend gewettet habe und bald die Ergebnisse durchkommen. Das ist keine Ausrede. Du brauchst die nur für 5 Minuten wegzuschaffen. Tut mir unendlich leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ehrlich. Du hast auf einen Kampf gewettet. Erklär mir das mal. Jim Badblood Dixon gegen Hellman Pearlboy. Aber keine große Sache im Vergleich zum Kampf am nächsten Freitag. Ich habe eine Vermutung. Du hast den Kampf verpasst, weil du hier deine Strafe absitzen musst. Kannst du mir das bestätigen? Das ist nicht das Schlimmste. Der Chef hat dafür gesorgt, dass man mir den Zutritt zu allen Stadien, Rundstrecken und Arenen sperrt. Und ich sitze im Abseits. Himmel, ich darf den Kampf am Freitag nicht verpassen. Manny Hammerboy Brown gegen Rico the Italian Stallion Sandretti. Ich würde alles tun, um dort zu sein. Jetzt was anderes. Erfriere doch. Okay, was ich hier nochmal machen wollte, ist diese Haube. Ich mag sie geschlossen. Es ist, als ob sie nicht da wäre. Hi, Dan. Wie geht's? Besser als dir, meine Liebe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie so eine Radiodurchsage oder irgendwie sowas machen müssen. Was hast du gegen mich? Nichts Wirksames. Weder, dass du Papas Tochter bist, noch, dass du Anfängerin bist, noch, dass unser Chef der Meinung ist, dass du Talent hast. Noch, dass du Sport hast, noch, dass du irre bist, noch, dass du unzugänglich bist, rein gar nichts. Thema, Boxkampf. Subjekt, Dan Murray. Frage? Du hast auf einen Kampf gewettet. Erklär mir das mal. Ja. Jim Badblood Dixon gegen Hellman Pearlboy. Aber keine große Sache im Vergleich zum Kampf am nächsten Freitag. Ja, das hatten wir ja schon. Jetzt was anderes. Erfriere doch. Prost. Okay, dann gehen wir mal zur Villa. Okay, jetzt hänge ich schon, glaube ich. Hallo? Nach meinem da kommen wir immer noch nicht rein. Und mit dem... Alles in Ordnung, meine Dame. Möchte ich eigentlich nicht reden. Ich möchte mich hier umgucken. Was haben wir denn hier vielleicht Neues?
Ich würde mich glücklicher fühlen, wenn ich sie im Bett wüsste. Meine Dame, wenn es Sie glücklich macht, wird es mir ein Vergnügen sein, mein Bett mit Ihnen zu teilen. Oh, nein, nein, danke. Ich bin nicht müde. Viel besser so, finden Sie nicht? Ich bin auch hellwach. Ach, vergessen Sie das mit dem Bett. Ich kriege Sie schon auf andere Weise. Verwirrend. Sie bricht wirklich mit allen gesellschaftlichen Konventionen. Oh, schönes Spiel, schönes Spiel. Haben Sie Karten für den Kampf Hammer schieß mich tot gegen, was weiß ich, Sandretti? Ich bin stolz darauf, sagen zu können, nein, habe ich nicht. Ich habe Zutrittsverbot zu jedweder Veranstaltung der Familie Sandretti, seit ich deren Mafia-Aktivitäten angeprangert habe. Es wäre schön, wenn Sie nach New York zurückkehren würden und uns in Ruhe ließen. Schade. Vorhin beim Interview vergaß ich Sie zu fragen. Das haben wir schon. Schenkung. Ich ohne dich würde die Creme der Gesellschaft. Wie konnte. Ich wusste. Das hatten wir ja schon. Danke für. Ich möchte. Dan hat es gar nicht. Ja, gut. Ich mach mal. Viel Spaß, junge Dame. So, was haben wir in Hotspots? Jetzt wollte ich mir doch mal angucken, was das hier so alles geht. Okay, das sieht ja interessant aus. Ich kann nicht hingehen, solange Fitzrandolph in der Nähe sitzt. Er schöpft sonst Verdacht. Das stimmt wohl. Und was haben wir unter Hilfe? Mal sehen, ob ich mich erinnern kann. Ja. Ich glaube, Liz besuchte auch einen anderen Ort, der an den Flur angrenzte. Welcher war es noch? Das ist ja cool gemacht. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der sofort loslabert. Aber dann weht dir hier wohl noch irgendwas Interessantes zu... Schönes Bild. ...finden sein, würde ich sagen, nicht wahr? So. Vielleicht, na, vielleicht doch nicht. Im Grunde genommen haben wir alles. Weder steige ich hinauf, noch bewege ich sie. Weder... Mein Vater hat mich mal erwischt, als ich zu Hause das Treppengeländer runterrutschte. Meinem Hintern hat das nicht gut getan. Das erwischt werden. Offenbar sollen die Wände blau gestrichen werden. Stimmt, wir haben ja auch noch ein Inventar, ne? Was ist das denn? Garderobe? Was? Egal, wie lange ich es aufnehme, das bringt mir keine Schlagzeilen. Ich verstehe nicht, was das sein soll, aber ist egal. Andersrum? Ich sehe das Teil auch so gut genug. Das Ding sieht man deutlich genug. Kann ich... Ich dachte jetzt so an was wie, vielleicht ist hier irgendwo Farbe und überhaupt und alles. Aber nö. Weste. Kann ich mir die anziehen? Ah, ne, Treppe. Na dann, Hilfe. Jetzt geht's so. Dann gib mir doch nochmal. Ich glaube, Liz besuchte auch einen anderen Ort, der an den Flur angrenzte. Welcher war es noch? Ja, aber da bin ich doch. Oder gibt's hier noch einen Ort? Oh! Oh. Hi, Edgar. Was machst du denn am Fenster? Wolltest du nicht gehen? Manchmal gehe ich, manchmal komme ich. Was machst du am Fenster? Soll ich die Jacke wieder für dich aufbewahren? Ach, das lohnt nicht, danke. Was machst du nochmal am Fenster? Ich probe. Hey, spielst du in einem Film mit? Nein, leider nicht. Ich probe nur so. Bei meinem Aussehen glaubt niemand, dass ich vor der Kamera ein richtiges Monster abgebe. Oh. Arbeitsloser Schauspieler. Garderobe. Verbindungspunkte. Buba. Lässt man dich denn kein Monster spielen? Nein. Mit meinem Aussehen mache ich niemandem Angst. Sie lassen mich nicht mal was vorspielen. Sie sehen mich an und
schicken mich nach Hause. Seit wann arbeitest du für Fitz Randolph? Seit ungefähr einem Monat. Er bezahlt gut und ist sehr umgänglich. Na dann, nach Maus, wo bist du? Welche Art Arbeit machst du in der Villa? Von allem etwas. Vor allem Wartungsarbeiten, aber ich stehe zu allem bereit. Kann Fitz Randolph dich nicht empfehlen? Nein, nein. Das würde seine Neutralität in Frage stellen. Er gibt seinen Produzenten und Regisseuren völlige Freiheit und mischt sich niemals in Castings ein. Hast du schon als Kind so originell ausgesehen? Ja, vom ersten Tag an. Dabei wurde ich an einem wunderschönen, völlig normalen Ort geboren. Von typischen Bauernhoftierchen umgeben. Warum ich so merkwürdig zur Welt gekommen bin? Wer weiß. Die Natur ist halt launisch. Thema erledigt. Fahren wir fort. Ach, schön. Ich mag Bücher. Wem gehört das da auf dem Tisch? Das ist meins. Für Autogramme. Alle Persönlichkeiten auf der Party haben unterschrieben. Alle. Außer Hammerboy Brown. 2012-1-4. 2012-1-4. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du das gesagt? Um mich zu beruhigen. Großes Indianer-Ehrenwort. Üb schon mal. Ich schaue zu. Mache ich. Okay. Ab jetzt wird er ständig proben, der Arme. Kürbis. Das ist Blue Harrelson, Hauptfigur von Vulcan Flash und der Angriff der Killer-Tomaten, der spurlos verschwunden ist. Moment mal, Edgar? Ups. Du bist Vulcan Flash. Der wäre ich gern. Ehrlich, man könnte euch für Zwillinge halten. Blau, merkwürdige Augen, die Klamotten, unmöglich. Ich danke dir, aber nein. Vielleicht hat sie es aus Großzügigkeit, vielleicht aus Hartnäckigkeit oder ganz einfach, weil ihr danach war. Tatsache ist, dass Liz in jener Nacht beschloss, dass sie Edgar in den künftigen Vulcan Flash verwandeln würde. Dazu formte ihr eigenwilliger Geist die Vorstellung eines perfekten Alien-Looks, der sie alle Dinge hinzufügte, die sie zum Verwirklichen ihres selbstlosen Vorhabens brauchte. Aha. Nein, da steht er doch gut. Okay. Was haben wir denn hier noch alles in diesem wunderschönen Raum? Der wird zum neuen Vulcan Flash. Oder ich heiße nicht mehr Liz Allaire. Okay. Dein Buch. Schon kränkend, dass Edgar mich nicht um mein Autogramm gebeten hat. Aber ich frage lieber nicht. Am Ende erzählt er stolz, dass er eins von Dan hat. Ich will keine Autogramme. Ich will keine Autogramme.